Jo Leute und willkommen zu einem neuen Kampf in der PDL. Heute geht es gegen den Ghost King oder Ghost mit seinem Team Nightwraith. Und ich muss sagen, sein Team ist ziemlich stark. Allerdings lief es für ihn einfach bis jetzt noch nicht so gut. Deswegen ist er auch auf einem der eher unteren Plätze. Könnte auch daran liegen, dass sein Team zwar sehr stark ist, allerdings einige Schwachpunkte aufweist. Also Schwachpunkte in Anführungszeichen, mehr so, ja doch, Schwachpunkte. Auf die ich jetzt eingehen werde, aber vorerst, woraus besteht denn sein Team? Sein Captain ist Silvaro, im Uber hat er Logok, im Oyo bringt er mit Protalanda, Tabubulo und Anego, Yuyu Scaraborn, Wurtemheat und Primarine, Ayukor Lelu und Bronzong, Enyu, Amphizel, Zwirfinst und Somnivore. Und das wirkt auf mich schon nach einem sehr soliden Team. Was sind denn so die Schwachpunkte, die ich angesprochen habe? Zum einen, dass sein Team doch sehr stark über die physische Seite geht. Ich meine, Silvaro, Logok, Protalanda, Tabubulo und Scaraborn. Also die niedrigeren Tier-Pokémon jetzt eher weniger. Aber gerade die Pokémon aus höheren Tiers, die ja tendenziell mehr Work machen, die sind da hauptsächlich physisch. Klar, er hat Anego und Rotomheat und Primarine, um speziellen Druck aufzubauen, aber das ist auf jeden Fall etwas, wofür man ihn punishen kann. Mit meinem Team weniger als mit anderen Teams, auch wenn das für mich sehr günstig ist, da ich halt eine physische Wall habe, aber keine richtig spezielle Wall. Und dann fehlt ihm einfach der Crown-Type, was insofern nachteilhaft ist, dass man Wall Switch spammen kann. Kommen wir mal zu meinem Team. Ich habe Victini mitgenommen mit einem Choice Scarf, um immer in Logok reinwechseln zu können. Denn die Sache ist die, Logok hat einen geringeren Base Speed als Victini und kann uns nicht viel außer Earthquake. Das bedeutet, wenn wir reinwechseln und er ist nicht predicted, macht er uns nicht viel und durch den Scarf outspeeden wir ihn trotz Speed Boost und können ihn potenziell mit einem Zen Headbutt rausnehmen. Wenn er Protect spielt, funktioniert das nicht ganz, aber Victini ist trotzdem ein guter Check zu Logok. Und weil ich auch noch Azumarill habe, was noch ein besserer Check ist zu Logok, rechne ich auch nicht damit, dass er Logok mitnehmen wird, gerade auch, weil er viele andere Alternativen hat. Ansonsten habe ich U-Turn, weil ich nicht noch spezielles Investment haben wollte, um gegen Protalanda mit dem Icy Wind gewappnet zu sein. Und auch von Wurtemheat sehr, sehr solide gewallt werden. Recreate ist klar auf einem physischen Set, lässt mich einfach so viele Pokémon sehr stark treffen oder killen und ist deswegen mehr oder weniger ein Pflichtmove. Und dann habe ich mich für Will-O-Wisp entschieden, um Tabubulu zu krüppeln, Protalanda, Scaraborn, wenn es kein Guts-Set ist. Also ich kann da einiges mit Will-O-Wisp in seinem Team verkrüppeln. Zwirfinst auch, also das ist auf jeden Fall ein Move, das sich potenziell lohnen kann, denn auch mit Scaraborn rechne ich nicht wirklich. Dann haben wir Ridley, musste ja mehr oder weniger mit, weil er, wie schon angesprochen, sehr stark über die physische Seite angreift und ich wall damit halt auch Protalanda, außer Fireblast, ich wall Tabubulu, ich wall vom Typing her Anego so ein bisschen, auch wenn es mich neutral trifft und ich nicht sehr speziell bulky bin, plus dass es T-Bolt im Set haben kann. Ich kann durch Sturdy und Roar ein gesetuptes Logok handeln. Ich wall auch Silvaro. Ich bin Hazard Control, die sich recovern kann. Ich chip vor allem dieses Tabubulu super gut weg. Und ich kann Rocks legen und die Hazard Removal in seinem Team ist zum einen Protalanda, Silvaro und dann Corlelu noch, was zwar drei wirklich gut spielbare Hazard Removals sind, aber Corlelu macht nicht viel gegen Mega Banette. Silvaro kommt halt mein Victini mehr oder weniger rein auf sein Defog, was dann relativ viel Druck aufbaut, weil ich dann U-Turn kann und alles. Nicht sehr angenehm für ihn. Und Protalanda braucht halt relativ viele Moves gegen mich, weshalb ich mir nicht sicher bin, ob er das als Defogger gegen mich spielen möchte. Dann haben wir Too Good, was gegen ihn wirklich Too Good ist und allgemein für einen Ayo-Pick ein bisschen sehr stark übertrieben. Denn ich kann gegen ihn Wall Switch spammen.
einfach weil er hat keine World Switch Immunität. Die HP Poison habe ich, weil potenziell Tabu Bulu ganz gut in mich reinkommt und ich das damit one-shotten kann. Hyperwise habe ich, um eventuell zum Late Game Sweeper zu werden, da ich damit vieles in seinem Team gut treffen kann. Silvaro kommt halt echt gut in mich rein, aber auch das könnte ich. Ah ne, Geist resistiert HP Poison, also das könnte ich nicht mit einer HP Poison treffen. Und der T-Bolt nochmal, falls ich nicht raus switchen möchte. Ich brauchte halt hauptsächlich nur World Switch und das ist auch der Grund, warum ich es mit habe. Specs, damit der World Switch so viel Schaden macht wie möglich. Das Speed Investment müsste sein, um. Ja. Für was? Anego, glaube ich. Ja, es müsste dafür sein, um Anego zu outspeeden. Genau. Kann potenziell viel Druck gegen ihn aufbauen, aber dadurch, dass es halt keine Kills androht großartig, baut es nicht unbedingt zu viel Druck auf. Ich wollte halt einfach nur die Tatsache, dass er nichts hat, um mich am Wallswitchen zu hindern, damit ausnutzen. Dann haben wir Banmi, unser Dicktree, was dafür da ist, unter anderem Primarene zu trappen, denn ein Choice Band DQ reicht nach U-Turn von Victini aus. Und dann sind die Moves halt dafür, dass er mich noch viel anderes in seinem Team trappen kann. Die Shadow Claw kann Schwebe Bronzong treffen, auch wenn das mir nicht viel bringt, weil das dann rauswechseln kann. Ich kann damit Silvaro treffen. Ich kann damit Zwirfins treffen und Somnivora. Aerial Ace trifft Logok, wobei das ein ganz schöner Gamble ist, durch den Speed Boost. Aber wenn er, keine Ahnung, trifft Tapu Bulu und vor allem nicht Scaraborn, ist somit auch gut. Und die Stone Edge ist, weil Rotom Heat ganz gut gegen mich ist, also es ist echt ziemlich gut, ich habe nichts, was in ein offensives Rotom Heat wirklich rein switchen kann, also vielleicht Machipedia, aber wenn ich auf meinem Gameplan eingegangen bin, wisst ihr, warum ich das nicht wollte. Und deswegen wollte ich zumindest offensiv das ganz gut checken können. Ich meine, es wollte schon mein Victini, es ist auch kein One-Hit von meinem Elisard und kann gerade wegen Tri-Skin, was mir aber hilft, gegen das Primarene reinzukommen, mich super gut treffen. Specset sollte mich auch one-shotten. Es gewinnt auch gegen Panzer-Aeron. Also Rotom Heat, holy shit, ist das gut gegen mein Team. Aber halt das komplette Team. Genau, dann, also ja, zum Set muss ich nicht viel sagen. Ich komme auf demselben Speed-Set wie Elisard. Dann haben wir Machipedia, unsere Win-Condition mehr oder weniger, denn ich baue hier auf einen Setup-Sweep. Boah, das Investment müsste dafür sein, um... Gute Frage, wofür ist das Investment? Ich glaube, um von Primarene Specs Hydropumpe plus 1 kein 3-Hit zu sein, irgendwie sowas. Und der Gameplan ist einfach mit... im Late Game mit Curse zu setupen, mit Shadow Sneak, Chip Damage zu verhindern von Pokémon, die schon auf einer Range sind, für Shadow Sneak, dadurch, dass ich meine Tag Boost, also meine Tag Boost, da funktioniert das ganz gut, mit Poison Jab die meisten anderen Pokémon zu besiegen. Shadow Sneak ist auch der einzige Move, mit dem ich Bronzong treffe, was das Setup Fodder ist, aber es bringt mir nichts, wenn ich das nicht treffen kann. Und mit Fat Stockpile zum 1 plus 1 Spätstef noch dazu zu holen, was mir sehr stark hilft gegen Primarine und gegen Anego. Vielleicht würde ich gegen die auch mal auf normales Stockpile gehen. Und mit Normalium C Stockpile kann ich mich wieder komplett hochheilen. Ist so gesehen wie so ein Chest Resto Set, nur dass ich mir Boosts hole. Rest Talk wollte ich nicht unbedingt, weil Shadow Sneak, was dann quasi weg müsste, weil Poison Jab kann ich nicht drauf verzichten. Und dann wäre ich zum einen von Bronzong gewallt, was man aber lernen kann. Wäre auch eine Variante gewesen. Und ich werde zum Setup-Fodder für Tapu Bulu. Und einige Kalks haben auch gezeigt, dass die Death Boosts von Stockpile schon mir sehr stark im Late Game Sweep helfen können. Und dann haben wir Ghost Queen, unser Banette. Und das ist auch nochmal ziemlich wichtig, da es zum einen nochmal Prio Will-O-Wisp hat, falls dieses Tapu Bulu irgendwie auf die Idee kommt, Sword Stances rauszuholen und, ach, keine Ahnung, Tapu Bulu ist nicht so das größte Problem, eher für so ein Scarfed Scarborn. Ich finde das auch daran, Close Combat zu drücken.
für so ein Logok eher weniger, aber ich bin ja schon darauf eingegangen, warum man Will-O-Wisp ganz gut gegen ihn spielen kann. Destiny Bound verhindert, dass ich gesweept werde, und was auch sehr schön ist, dadurch, dass ich auf Destiny Bound eine Prio bekomme, durch meine Fähigkeit in der Megaform, kann ich Destiny Bound drücken, entweder er killt mich oder er killt mich nicht. Und danach drücke ich Shadow Claw und bin hoffentlich langsamer als der Gegner. Wenn nicht, wird er mich wahrscheinlich nicht sweepen, weil ich dann Sachen wie Victini und andere Sachen habe, die outspeeden. Und somit kann er sich dann quasi, kann er nichts dagegen machen, mich unter Destiny Bound zu killen, denn ich gehe auf Destiny Bound, habe quasi Destiny Bound aktiv. War schneller, er könnte mich killen, dann bin ich weg und er stirbt mit. Oder er Setup zum Beispiel, dann gehe ich auf Shadow Claw, wenn er outspeedet, kommt die danach. Somit habe ich dann noch eine Turn, in der er mich nicht angreifen dürfte, weil er sonst an Destiny Bound stirbt. Und nachdem ich Shadow Claw gedrückt habe, kann ich ihn entweder mit Shadow Sneak rausnehmen oder erneut Destiny Bone drücken. Somit kann ich safe einen Setup Sweep unterbinden. Oder ich trade meinen Mega Bennett 1v1 gegen eins seiner Pokémon und kann danach quasi noch ein Pokémon mit in den Tod reißen. Und er hat ja durchaus eine Menge Setup-Potenzial in seinem Team. Ich sehe hier Scaraborn, ich sehe hier Tabubulu, ich sehe hier Logok vor allem, eventuell mit Baton Pass into SD Tabubulu, so ein Quatsch. Da habe ich auch ganz gern noch die Will-O-Wisp-Prio, wobei, gut, es kann Situationen dafür geben, wenn ich halt dann 1v1 dagegen gewinne. Ich sehe noch ein Somnivora, wovor ich relativ viel Angst hatte, anfangs, aber ich habe halt Zoroark, was ihn sehr überraschen kann, was ich nicht mitgenommen habe. Ich habe mein Ghost Queen hier, was super viel Schaden draufhauen kann. Ich habe Victini, was mit Recreate immer noch guten Schaden macht. Aber dann hört es halt auch schon auf. Ich hätte noch eine Shadow Claw von Choice Benedictri. Ich hätte Machipedia, was halt auch nicht viel machen kann. Und ich hätte halt einen Spax-User mit Heliolisk, mit der ganz guten Schaden draufhaut. War habe ich auf meinem Panzer-Aeron noch, aber es kann halt trotzdem nervig werden. Und vor allem dadurch, dass er eigentlich von Anfang an nicht viel hat, um ein gesetuptes Mark zu stoppen, muss ich ja sicher gehen, dass er mich nicht Setup sweept. Ich habe deswegen diese vielen Vorkehrungen, also diese zwei Vorkehrungen. Und ich bin guter Dinge, dass ich es schaffe, im Late Game mit Mark zu sweepen, aber gehen wir vielleicht nochmal genau auf den Gameplan ein. Ich will am Anfang mit meinem Warzone Core hier sein Team anchippen. Wenn es notwendig ist und ich das Momentum verliere, ein bisschen Tempo aus dem Match rausnehmen. Mit Ridley, Rocks legen, vielleicht ein bisschen rumphasen, vielleicht auch schon mein Ridley, wenn es Rocks gelegt hat, opfern, je nachdem, ob ich halt ein Switch-In habe und so, denn so zwingend brauche ich Ridley nicht. Es ist halt mehr so eine Notbremse, wenn das Match in eine Richtung läuft, die mir nicht gefällt. Mit Diktri Primarene stoppen, davon abhalten, mein Team nach und nach zu zerstören und eventuell auch noch andere Pokémon trappen, aber hauptsächlich ist für Primarene dabei. Mit Mach irgendwann sweepen und mit Ghost Queen verhindern, gesweept zu werden. Und wenn Mack nicht ganz sweepen kann, mit dem Shadow Sneak von meinem Mega Banette kann ich ja dann noch durchgehen. Ich würde sagen, ich labere schon wieder viel zu lang und wir sehen uns gleich im Kampf. Und hier ist der Kampf. Er bringt ungefähr das mit, womit ich gerechnet habe. Wobei, es kann man eigentlich so nicht sagen. Ich habe ja mit dem Logok nicht gerechnet und ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass er Primarene mitbringt. Und war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er irgendeine Variante von Rotom Heat mitbringt. Hat er nicht gemacht, ist seine Sache. Die Pokémon, die er mitgebracht hat, können hier auf jeden Fall alle auch relativ viel Work machen. Vielleicht das Silvaro nicht ganz, aber was soll er tun? Ich meine, er muss es ja mitnehmen. Und ich würde sagen, wir schauen einmal, wie sich der Kampf entwickelt hat. Ich leade hier mit meinen Victini, habe quasi sechs gute Matchups. Also gut fünf, das Bulls jetzt nicht so ganz. Ich dachte mir, okay, sein Brutalander will ich geburnt haben. Er hat mit Frisk
mein Item gesehen, das geht mir alles zu schnell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss hier jetzt irgendwas reinwerfen, am besten was nicht so viel Schaden frisst. Habe mich für mein Panzer Aeron entschieden. Ist auch nicht so schlimm, wenn er das burnt. Ich meine, offensiv macht es ja in dem Match sowieso nichts. Er rerealt mir hier den Pain Split. Da habe ich mir gedacht, okay, dann werde ich dieses Matchup wohl nicht 1v1 gewinnen. Face ich ihn raus, denn er ist von vielen sowieso ein Tool. Er geht ja Fire Punch, crittet mich. Ist nicht das Schönste, weil ich auf einer nicht so angenehmen Range bin. Auf 59% bin ich für fast alles in seinem Team ein Two-Hit. Und ich roar ihn hier raus. Jetzt kommt sein Brutalander rein. Und ich dachte mir, okay, wenn er den Fireblast nicht spielt und ich rechne nicht damit, weil ich mit der defensiven Variante für Victini rechne, kann ich mich hier hochboosten. Ansonsten stirbt halt mein Panzer Aeron. Ist nicht so schlimm. Stehe ich halt mehr oder weniger ohne soliden Switch in sein Bulu da, aber ich habe Victini. Und er geht hier raus in sein, ja, in sein Dings da, sein Bowls. Und den Play habe ich nicht so ganz verstanden. Klar, er fängt mein Will-O-Wisp ab, aber Shadowclaw killt ihn von der Range. Und deswegen, er hat auch keinen Shadowclaw-Switch in. Ich drücke einfach Shadowclaw. Ich kann mir vorstellen, dass er es hier opfern wollte. Ich meine, wie schon gesagt, er ist, solange es voll ist, kann er damit ein bisschen was handeln, aber dann eigentlich nicht mehr. Er geht hier in seinen Logok. Ich gehe raus in meinen Victini, habe ich ja gesagt. Er kann quasi einen Speedboost bekommen und durch den Scarf bin ich immer noch schneller. Er geht auf Blaze Kick. Das macht mir Schaden, der voll okay ist. Ich meine, mein Victini soll ja eh nur im Early Game wirklich was machen, da es im Late Game nicht sweepen kann und das die beste Aufgabe für es ist, mehr oder weniger. Und er geht hier raus in den Brutalander. Damit habe ich zwar schon gerechnet, aber ich dachte mir, ich bleibe hier safe. Nicht, dass er mich hier irgendwie halb weg sweept. Ich meine, ich hätte dann mein Victini opfern müssen und mein Barnett auch noch dazu. Das wäre mir viel zu viel Schaden gewesen. Bin deswegen safe auf den Zen Headbutt gegangen. Ich meine, ich kann ja meinen Ghost Green wieder reinwechseln. Hier hätte ich damit gerechnet, dass er in sein Logo geht, um mein Will-O-Wisp abzufangen. Macht er nicht. Somit trade ich hier mehr oder weniger meinen Mega Barnett für seinen Brutalander. Ansonsten hätte ich erstmal Will-O-Wisp gedrückt und wäre dann vielleicht rausgegangen oder so. Ist auf jeden Fall okay, denn jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mit Victini einiges zerstören kann. Und Brutalander geburnt wäre halt schön gewesen, weil ich dann danach hätte setupen können. Ich gehe auf den Destiny Bone, um ihn noch mit den Tod zu nehmen. Und er drückt ja SD. Und wie ich im Teambuilding erklärt habe, verliere ich gar nichts, wenn ich hier Shadowclaw drücke. Entweder ich kill ihn mit der Shadowclaw oder er killt mich und stirbt mit. Aber ich habe an der Stelle an diese Mechanik nicht gedacht. Dachte mir, okay, ich muss hier was opfern, um nochmal den Destiny Bone 50-50 eingehen zu können. Er geht hier nochmal auf SD. Er hat mir im Nachhinein gesagt, er hat damit gerechnet, beziehungsweise darauf gehofft, dass ich die Mechanik vergesse. Ist ja sogar passiert. Und er misst hier den Blaze Kick, was unglaublich unlucky für ihn ist, weil jetzt ist das Match für ihn, ohne großartig zu spoilern, mehr oder weniger gelaufen. Victini kann noch dreimal reinkommen, Kill holen. Heißt, ich gewinne so gut wie safe 2-0. Und an der Stelle dachte ich noch, es hat ultra hart gemattert, dass er mich ansonsten, wenn er die Mindgames gut gewinnt, sweepen kann. Aber wenn ich ordentlich gespielt hätte, hätte das quasi überhaupt nicht gemattert, denn, also gut, das Ergebnis hätte es vielleicht geändert. Er geht mit Bulu auf Bulk ab, gegen mein Hildolith, hat wahrscheinlich mit dem Switchout gerechnet. Aber, oder er hat halt einfach darauf gehofft, dass er mich endlich sweepen kann, aber, also dass er mich noch sweepen kann, aber Victini ist einfach zu powerful und nimmt seinen Bulu raus. Vielleicht hat er auch darauf gehofft, dass ich schneller bin. Er probierte halt noch irgendwie das Match zu retten, aber ich gehe in meinen Mug und ich dachte mir, okay, da doch einige Spieler nah sind an den Weiterkommenplätzen und es doch so aussieht, als ob die Differenz mattern könnte, gehe ich hier auf Curse Setup, um relativ hoch zu gewinnen. Denn das wirkte auf mich ziemlich sicher und es war mehr oder weniger notwendig, um hoch zu gewinnen. Und wie gesagt, die Differenz könnte echt, so wie die Tabelle aktuell aussieht, am Ende noch mattern. Gerade für die Hinrundenmeisterschaft, die nicht viel wert ist, meiner Meinung nach, mattert es auf jeden Fall.
Ich bin ja auf plus 2 Attack, plus 2 Defense. Und er revealed mir hier den Feather Dance. Sehr interessant, war wahrscheinlich für mein Azumarill. Und dadurch mache ich ihm hier nicht viel. Das bedeutet, ich muss mich hier weiter setupen. Er quittet mich hier, nimmt mich aber damit nicht raus. Und ich dachte mir, bevor er mich hier zu low haut und mich vielleicht mit einem Z-Move rausnimmt oder so, bleibe ich hier lieber safe. Gehe auf C-Stockpile. Man könnte sagen, es ist ein bisschen ekelhaft von mir gespielt, aber es ist eine Liga. Da geht es darum, gut zu spielen, und das wollte ich ja auf jeden Fall tun. Wie gesagt, die Differenz könnte echt was ausmachen, weshalb ich hier halt noch auf den Setup-Sweep gehe. Beziehungsweise, das reicht mir dann auch. Also nein, ich wollte, dass er mich nicht so weit runterchippen kann, nicht so viele Chancen auf den Crit bekommt. Wollte deswegen jetzt Poison Jab Spam, bis ich den Poison bekomme. Und dann bekomme ich halt dadurch die Möglichkeit, mich gut auf plus 6 Defense zu setupen und was viel wichtiger ist, meine Attack-Stats wieder hoch zu boosten. Im Nachhinein muss ich sagen, es wäre vielleicht klüger gewesen, auch noch meine, also jetzt quasi auf Stockpile zu gehen, um meine Special Defense auf plus 2 zu hauen. Ein ungeboosteter Attack-Stat würde ja auch ausreichen, wobei ich mit der Variante natürlich uns beiden etwas Zeit ausspare. Im Chat haben wir uns die GGs gesendet und ich habe mich nochmal für die Hacks entschuldigt. Jetzt auf plus 1 Attack macht der Poison Jab auch ordentlich Schaden. Ich nehme seinen Silvaro hier noch raus. Er hat nochmal geschrieben, dass die Hacks jetzt auch egal sind. Ich denke mal, es hat ihm nicht so viel ausgemacht, weil er entweder ein total cooler Spieler ist und oder er quasi im Kopf hat, okay, hätte ich ordentlich gespielt, wäre es zu der Situation auch gar nicht erst gekommen. Ich mache ihm nicht sonderlich viel mit dem Shadow Sneak. Poison Jab würde ihm genauso viel machen. Ist also absolut egal, was ich hier drücke. Ich nehme lieber die Prio, vielleicht quitte ich ihn oder so. Ist ja auch relativ egal. Ich fand, es ist der minimal bessere Play. Und er quittet mich hier nochmal mit Power Jam. Ich gönn's ihm. Ich meine, ich habe auch Hacks gegen ihn bekommen. Verliert er halt nur 4-0, in Anführungszeichen nur. Für den Sieg wäre für ihn auch irgendwo verdient gewesen. Wobei man sagen muss, hätte ich ordentlich gespielt. Also durchweg ordentlich. Ich würde nicht sagen, dass der Kampf insgesamt von mir schlecht gespielt war. Es war halt nur gegen diese eine Missplay halt, wo ich die Mechanik vergessen habe des Spiels. Das war halt sehr, sehr ärgerlich. Habe ich mir auch erst eine halbe Stunde nach dem Kampf gedacht, ach, bin ich dumm, ich hätte doch einfach Shadow Claw drücken können. Und er hat dann auch nochmal im Chat geschrieben, er hatte kein EQ für mein Victini. Das bedeutet, er hätte meinen Victini nicht killen können. High Jump Kick hätte mich, soweit ich weiß, auf plus 3 nicht gekillt, außer er ist Adamant. Oder Life Orb hatten wir, glaube ich, nicht gesehen. Also er hätte mich auf jeden Fall, je nach Set, meinen Victini nicht killen können. Sprich, auch ohne dass ich gecheckt hätte, okay, das sind keine Mindgames. Und wenn ich die Pseudo-Mindgames verloren hätte, hätte ich mit Victini den Sweep wohl verhindern können und danach wären die Bahnen bereits offen gewesen für Mag. Ich hätte mit Mag sein Bulu rausgescared, wäre plus 1 gegangen und ab dann wäre es mehr oder weniger durch. Und auch wenn sein Bulu drin bleibt, das macht mir 60%. Danach gehe ich auf Stockpile, bin plus 2 Defense, plus 1 Special Defense, nehme das Bulu raus. Kann 1v1 das Nihilego besiegen und nochmal einen Poison Jab auf das Decidueye rauskriegen oder umgekehrt, er geht in Decidueye. Ich wäre ja voll gewesen, plus 2 Defense, hätte mich somit noch ein Stück weiter setupen können gegen das Decidueye. Danach das Nihilego vielleicht sogar noch 1v1 besiegt, so oder so, hätte ich den Kampf wohl auch gewonnen, wenn dieser Miss nicht gekommen wäre. Auf jeden Fall war ich sehr panisch an der Stelle, hab deswegen auch gemissplayed. Das ist allgemein so die Sache. Wenn die Kämpfe gut laufen, spiele ich vollkommen zufriedenstellend, bin ich vollkommen zufrieden mit meinen Plays. Aber sobald irgendwas passiert in den Kämpfen, worauf ich nicht eingestellt bin, beziehungsweise auf den SD war ich ja im Teambuilding schon eingestellt, aber irgendwas mich quasi überrascht mehr oder weniger an der Stelle, höre ich auf, so zu spielen, wie ich das gerne spielen würde. Vielleicht sollte ich an den Stellen einfach wirklich nochmal, also ich habe lange überlegt an der Stelle, was ich machen soll, aber vielleicht mir da wirklich nochmal die Zeit nehmen, in Ruhe zu überlegen,
vergesse ich denn irgendwas und vielleicht sogar kurz warten, bis ich quasi die Stelle realisiert habe, okay, dass das passiert, um dann wieder ordentlich zu spielen. Auf jeden Fall muss ich daran arbeiten, dass ich in Games, wo irgendwas Unerwartetes passiert, nicht irgendwie missplaye, denn das hätte mich hier durchaus, gerade hätte er EQ im Set gehabt, das Match kosten können, obwohl hier überhaupt keine Gefahr bestand. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung. Abonnieren, um nichts zu verpassen, und bis zum nächsten Mal. Ciao.